Bei Schalke 04 geht die Angst um. Nach dem enttäuschenden 2:4 bei Sporting Lissabon droht den Königsblauen erstmals seit 9 Jahren das Aus in der Gruppenphase der Champions League. Zwar liegen die Schalker derzeit noch auf Platz 2, doch Verfolger Sporting sitzt den Knappen im Nacken. Und als nächstes wartet der FC Chelsea. Wir haben es uns selber schwer gemacht, weil wenn wir einen Sieg oder Unentschieden geholt haben hier, dann war das viel, viel besser für uns. Jetzt machen wir die anderen Gegner stärker. Sporting hat jetzt einen Punkt weniger als wir. Und wir spielen Chelsea, also wir brauchen ein Ergebnis gegen Chelsea. Dabei begann der Abend in Lissabon vielversprechend. Der Bundesliga-Achte ging bereits früh durch ein Eigentor von Islam Slimani in Führung, fand dann aber gegen die Portugiesen kein Mittel mehr. Der Anschlusstreffer von Dennis Aogo kurz vor Spielende kam zu spät für eine mögliche Wende. Ich denke, dass vielleicht mehr die Angst zu verlieren größer war als die Wille zu gewinnen oder die Gedanke, dass wir gewinnen können hier. Und ich denke, das hat man auch gesehen, wie wir gespielt haben. Sind wir eigentlich angefangen zu spielen, wenn wir eins oder zwei Tore hinter waren. Und das müssen wir einfach besser machen, weil sonst spielen wir viel zu wenig raus. Die erste Pleite in der diesjährigen Königsklasse. Für Benedikt Höwedes keine Frage des fehlenden Selbstvertrauens. Vielmehr machte der Weltmeister körperliche Defizite und die große Belastung geltend. Wir müssen natürlich schon noch ein bisschen was aufholen, ganz klar. Aber da müssen wir jetzt alle durch und müssen dann im Winter ausgiebiger nochmal daran arbeiten, dass wir auch alle fit sind. Na klar merkt man das uns schon ein bisschen an, dass wir viele Spiele in kürzester Zeit haben und da auch nicht großartig wechseln konnten. Nichtsdestotrotz muss man natürlich gewisse Zweikämpfe anders angehen. Arbeiten muss Königsblau jetzt auch für den Einzug in die K.O.-Phase. Gegen den FC Chelsea und NK Maribor müssten Punkte her. Doch zunächst geht es in der Liga in Freiburg darum, den Anschluss an die europäischen Plätze zu wahren.